Lampfegen. Gustav Gründgens liebte den Applaus. Gustav Gründgens unternahm vieles, um unvergesslich zu werden. Seine Lieblingsrolle war Hamlet. Dessen Wahlspruch, sein oder nicht sein, wurde zum Spiegel auf das eigene Leben und die Kunst. Es galt, die Theaterkultur zu bewahren, ist später sein Rechtfertigungsgrund für die Karriere als Intendant des Staatstheaters in Berlin unter den Nazis. Er sucht das Allgemeingültige. Er spielt den Mephisto von 1932 bis Anfang der 60er Jahre durch alle Gesellschaftssysteme. Am Ende überholt den Alleskönner die moderne Zeit. Gustav Gründgens stirbt am 7. Oktober 1963 am anderen Ende der Welt in Manila. Wenn ich ein Vöglein wäre, geht der Gesang tagelang, halbe Nächte lang. Sein oder nicht sein, das ist dir die Frage, ob's edler im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich waffnend gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden. Sterben, schlafen. Nichts weiter. Und zu wissen, dass ein Schlaf, das Herzweh und die tausend Stöße endet, die unseres Fleisches Erbteil. Gustav Gründgens starb 1963 in Manila, einem Ort, an dem er sich unendlich einsam fühlen konnte. Einsam und sicher. Sicher, dass ihn keiner sterben sah. Ich war völlig perplex. Ich war immer der Meinung, dass Genies unsterblich sind. Die Umstände, die dazu geführt haben, die waren ja völlig im Dunkeln. Und darum war das Rätselraten um den Tod eigentlich der große Begleitumstand, natürlich auch die Trauer. Ich habe es nicht gewusst, aber ich habe es erwartet. Ich habe die ganze Nacht durchgeweint und ich wusste nicht warum. Und am anderen Morgen ging das Telefon und es wurde mir mitgeteilt und da wusste ich warum. Morgens zu Hause erfuhr ich, dass ich nicht mit Gründgens auf Tournee gehen kann, es wäre etwas passiert. Er hat gesagt, ich werde in einem Hotel sterben. Meine Begleitung wird nicht bei mir sein und eigentlich wird es ein Unfall sein. Ich dachte, er ist auf einer großen Weltreise und nun plötzlich kam die Nachricht, dass er tot ist. Also ich persönlich glaube ja nicht, dass er sich selber umgebracht hat, was ja heute noch viele meinen. Ich glaube, dann hätte er das nicht im Pyjama, sondern im Smoking gemacht. Das hätte besser zu ihm gepasst. Ich trete heraus, ihr glaubt es kaum, ich trete heraus aus meinem Traum, ich trete aus ihm heraus. Für die einen ist er der Mythos der deutschen Schauspielkunst, für andere der Inbegriff des vergoldeten Mitläufers, des Opportunisten, des Karrieristen. Gegner verwechseln ihn gern mit Mephisto aus dem gleichnamigen Roman. Freunde erinnern ihn als zerrissenen, einsamen Menschen. Es gibt wenig Bleibendes, obwohl er unablässig gearbeitet hat. Fragmente, kontrollierte Reste. Gustav Gründgens hat sich rar gemacht. Seine Anhänger sein Mythos genährt. Eine schillernde Persönlichkeit. Fragen, Widersprüche. Das interessiert uns heute. Er war der deutsche Theaterstar. Wenn Gustav Gründgens auftrat, waren die Aufführungen ausverkauft. Er war der höchstbezahlte deutsche Schauspieler. Um seine Gagen zu rechtfertigen, aber die Theater nicht zu belasten, wurden die Eintrittspreise zu Stücken, in denen er auftrat, erhöht. Ein Regiestar auf Tourneen. Paris, Florenz, New York, Moskau. Wir wurden ja von den Russen immer als Kollektiv angesprochen. Und Gründgens hat stur darauf geantwortet, mein Ensemble. Und er hat auch nie von sowjetischer Kunst, von der auch viel die Rede war, geredet, sondern immer von russischer Kunst. Und
Mir kam damals so der Gedanke, ähnlich muss er sich während des Dritten Reiches verhalten haben. So ganz geschickt im Lavieren und kein Wort zu wenig und kein Wort zu viel. Was machst du mir vor Liebchens Tür, Katrinchen hier bei frühem Tagesblicke? Lass, lass es sein, er lässt dich ein, als Mädchen nicht zurücke. Prapapam, prapapam, parampapapapa, ja, 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 rampapapapam. Ihr nicht zurücke. Nehmt euch in Acht, ist es vollbracht, dann gute Nacht, ihr armen, armen Dinger. Habt ihr euch lieb, tut keinem Dieb, nur nichts zu lieb, als Miet dem Ring am Finger. Als mit dem Ring am Finger. Biografien sind meine Lieblingslektüre, aber ich überschlage immer die Jugendzeit der Autoren. Schließlich haben wir alle auf dem Eisbärfell gelegen, sind alle in die Schule gegangen. Weil sein bewusstes Leben auf der Bühne begann, wollte er nichts über seine Kindheit und Jugend preisgeben, schon gar nicht verbreitet wissen. Doch voller Selbstüberschätzung kritzelt er 18-jährig auf sein Foto: Zum Aufbewahren, bis ich berühmt bin. Er wurde berühmt. Und unvergessen in der Rolle seines Lebens, als Mephisto in Goethes Faust. 1932 überzeugt er in Lothar Müthels Faust I. 1933 im Faust II, Regie Gustav Lindemann. Vor allem aber in seinen eigenen Inszenierungen, 1941-42 ebenfalls am Staatstheater. 1957 schafft er noch einmal ein Medienereignis. Im Deutschen Schauspielhaus Hamburg bringt er Faust I heraus. Lustig und voller Ironie inszeniert er zum ersten Mal das Vorspiel mit. Die Welt ist ein Theater. Sein Mephisto ist teuflischer als je zuvor. Und weil diese Inszenierung im Gegensatz zu allen anderen auch filmisch aufgezeichnet wurde, ist er uns bis heute als der Faust in Erinnerung. Max Reinhardt legt mit der Machtergreifung Hitlers 1933 die künstlerische Leitung des Deutschen Theaters nieder. Hans Otto vom Staatstheater nimmt sich das Leben, nachdem er von der Gestapo verhaftet und gefoltert worden ist. Und Göring bietet Gustav Gründgens die Intendanz des Staatstheaters an, die dieser zunächst als Stellvertreter, dann auf Zeit und 1934 ganz annimmt. Erich Ebermeyer in seinen persönlichen Aufzeichnungen vom 19.01.34. Mit der Berufung von Gründgens zum Leiter des Staatstheaters ist den Nationalsozialisten auf kulturellem Gebiet ein großer Coup gelungen. Mit Recht können sie der Welt wieder einmal versichern: Seht her, so schlimm sind wir gar nicht. Wir verstehen zu vergessen und zu verzeihen. Wir sind großzügig, wir sind die geistige Freiheit in Person, wenn sogar ein Mann wie Gründgens zu uns kommt. Ich übergebe dem Feuer die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner. Gegen Gesinnungslumperei und politischen Verrat. Aber ist er vielleicht nicht nur aus Karrieresucht, sondern auch aus Furcht geblieben? Angst vor der Zukunft? In einem fremden Land? Gustav Gründgens hatte noch keinen Namen, der über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt war. Er musste sich erst einen machen. Wenn man sich dagegen wehrt, dass wir seit 1933 annähernd 3000 Juden aus dem deutschen Kulturleben entfernen, gleichzeitig aber auch die leer gewordenen Stellen mit Deutschen besetzt haben, ohne dass bei diesem riesigen Personenschub eine auch nur in Betracht kommende Stagnation im deutschen Kulturleben eintrat. Wie gesund eine solche Reinigungskur war, das zeigt die Reaktion beim Publikum und vor allem bei den Käuferschichten. Barbara, ich bin ein Schauspieler. Ein Schauspieler in Deutschland. Und zwar ein Schauspieler zu allen Seiten. Du kannst weggehen. Dein Vater, der ist berühmt, der wird übersetzt. Du kannst deine Kulissen malen, wo immer du willst. Du kannst deine Antiquitäten kaufen. Aber ich brauche die deutsche Sprache. Ich brauche meine Heimat. Verstehst du denn das nicht? Ich war natürlich ganz jung, 17 Jahre. Und wenn man dann
Also für uns hat eben eigentlich nur das Theater in erster Linie existiert. Das kann man heute gar nicht glauben, aber es war eben so. Man hat sich, also zuerst wirklich war das Wichtigste, war immer das Spielen eben. Und ich bin auch wirklich durch Gründgens politisch geschult worden, dass man alles also hören musste immer und sich nicht also verschließen dürfte. Nicht in den Träumen, Theaterträumen nur sein durfte. Theaterarbeit heute ist ganz sicher wesentlich stärker inhaltlich orientiert, als das für Gründgens und seine Generationsgenossen der Fall war. Ich denke, wir nehmen sehr viel stärker, bewusst und auch als Programm, die Impulse aus der Gesellschaft, aus der Zeit, aus der Wirklichkeit um uns herum auf und versuchen sie in die Theaterarbeit einzubringen und umgekehrt uns mit unseren Produktionen auch in die Gesellschaft hinein sozusagen zu artikulieren. Und Gründgens Credo war eben immer, dass die Kunst, die Theaterkunst, zumal außerhalb der Zeit stattfindet, dass sie überzeitlichen Charakter hat. Und ich denke, das ist ein Anspruch, der überholt ist und der mir auch zutiefst fremd ist. 1922 schreibt der junge Gustav zum ersten Mal in Berlin an seine Eltern. Berlin ist eine unbarmherzige, kalte, grausame Stadt, aber trotz allem faszinierend. Auch 5 Jahre später kann er sich in der Metropole nicht durchsetzen. Die Stadt brodelt und frisst Talente. Täglich spielen 40 Theater, 3 Opernhäuser, 20 Varietés und Kabaretts. Stars wie Peter Lorre, Fritz Kortner, Hans Albers, Fritzi Massari. Und wer ist er? Ein Unbekannter aus der Provinz. Die Nazis sind begeistert von seinem Regiekonzept, auf der Bühne muss stets Sonntag sein. Und die Bewahrung klassischer Werte findet Schutz bei Göring. Hitler propagiert die Voraussetzungen, unter denen sich ein Genie mit starkem Willen, Gustav Gründgens, entwickeln kann. Und der übernimmt das Staatstheater als Spielort. Max Reinhardts Residenz in Bellevue als sein Zuhause. Mit Marianne Hoppe findet er in den Jahren der Nazi-Herrschaft einen gewissen persönlichen und auch künstlerischen Rückhalt. Wir hatten sehr viel Gemeinsames. Also ich hatte nicht diese Genialität, die der Gustav hatte, aber ich hatte doch auch sehr, sehr meine hellen Momente und konnte mit ihm dann gleichziehen, wenn wir uns unterhielten über was. Oder Gott. Ich kann nur sagen, man ergänzte sich auf einer gewissen Weise immer nicht. Rückzugsort ist das Gutshaus in Zeesen, gleichzeitig auch Schauplatz für den Film Der Schritt vom Wege. Das Drehbuch ist sein Hochzeitsgeschenk für Marianne. Das Haus ein günstiges Angebot. Der Vorbesitzer war Jude. Gustav Gründgens profitierte davon. Von ihm dort versteckte jüdische Kollegen allerdings auch. Das Haus ist heute nach langem Streit dem jüdischen Besitzer rückübertragen worden. Mir wird ja ganz schwindelig. Hast du denn gar keine Angst? Doch! Etwas Angst habe ich schon, aber das ist alles schön. Ich denke immer, ob die Haken wohl halten. Und wenn sie nicht halten, sie werden schon halten. Effi? Effi? Ja, Mama? Über die Eheschließung wird viel spekuliert. Ist es Liebe oder nur eine Legitimationsehe? Arrangiert und gewollt von Göring. Sind andere Nazis, Goebbels, gar gegen eine Ehe mit Marianne Hoppe, weil sie deren Politik nicht vertrat? Nein, das waren sie nicht, weil sie den Gustav ja als gewisses Flaggschiff genommen hatten, nicht für Theater und für Kunst und so weiter. Und da kam ich ihnen gerade recht. Alle Spekulationen führen in die Irre, wenn man fest umrissene bürgerliche Strukturen zugrunde legt. Gustav und Marianne gingen einen Lebensbund ein. Kameradschaftlich, freundschaftlich und sicher nicht ohne Erotik. Eine Tapetentür sichert den Zugang zwischen 2 getrennten Schlafräumen. Eine offene Ehe, zunächst jedenfalls. Glanz und Glamour, Staatsakt, Besetzung als Sicherheit, die Geborgenheit im eigenen Kreis, das Schaffen einer Insel. Gustav Gründgens verpflichtet von den in Nazi-Deutschland verbliebenen fast alle namhaften Schauspieler an seine Bühne. Im Mittelpunkt er selbst. Noch Jahre später wird die Frage des Magiers, sein Spiel mit der Macht, diskutiert. Doch wird er nicht auch selbst missbraucht?
Er ist geschickt, sich auf dem offiziellen Parkett zu bewegen. Er hat das nötige Charisma, ein Ensemble um sich zu scharen, und ist hungrig genug, um alles zu tun, was seiner Karriere dient. Gegner werfen ihm vor, er habe mit seinem Staatstheater eine Kulturfassade vor den Folterkellern, Konzentrationslagern und Hinrichtungsstätten aufgebaut und mit seiner Arbeit demonstriert, dass sich auch unter diesem Schreckensregime schaffen und leben ließe. Sein Gegenargument? Es galt, die Theaterkultur zu bewahren. Doch zurück. Gründgens ist hineingewachsen in eine Zeit, wo es schick war, Bürgerschreck zu sein, Opiate zu gebrauchen, Homosexualität kundzutun. Leidenschaftlich und offen schreibt er seinen Eltern: Jan ist für mich nötig wie das tägliche Butterbrot. Ja, ohne Frage. Von Kram und er waren die exponiertesten Homosexuellen im Dritten Reich. Und wenn man die Goebbelschen Tagebücher liest und sie sind nicht gefälscht, dann kann man sehr wohl nachlesen, wie bedroht Gründgens in diesen Jahren war. Goebbels führt darüber ganz genau Tagebuch und mit seinen Forderungen, dass der Kerl weg muss. Wenig später werden die Homosexuellen von den Nazis verfolgt und vernichtet, wie die Kommunisten und die Juden. Und dann kamen die Geschwister Mann angereist mit Pamela Wedekind. Sie brachten neue Stücke von Klaus Mann, die natürlich Gustav inszenierte, und zu viert spielten sie auch. 1928 inszeniert Gustav Gründgens das Klaus-Mann-Stück Revue zu vieren. Die Kritik ist beißend. Hier dürfen Familien Theater spielen. 1926 heiratet er Erika Mann. Nicht ohne auch ihrem Bruder zu lieben. Hochzeitsreise am Bodensee. Fühlt er sich wirklich hingezogen zur weltgewandten Erika? Oder ist sie nur die Tochter des berühmten Thomas Mann? Hat er je wahrgenommen, wer sie ist? Diese Frau voller Neugier, die das Abenteuer sucht und nicht den Alltag? Schon kurze Zeit später werden die beiden geschieden. Fasziniert und enttäuscht zugleich beschreibt Klaus Mann Gründgens 1942 in Wendepunkte. Licht! Es war diese fieberhafte, passionierte Gefallsucht, die seinem Wesen den Schwung, den Auftrieb gab, an der er sich aber auch buchstäblich zu verzehren schien. Wie tief muss der Inferioritätskomplex sein, der sich in einem solchen Feuerwerk von Charme kompensieren will? Welche Beunruhigung, welch gequältes Misstrauen versteckt sich hinter dieser exaltierten Munterkeit? Wer seiner selbst sicher wäre, gäbe wohl nicht so an. Wer sich auch nur von einem einzigen Menschen wirklich geliebt wüsste, hätte es kaum nötig, ständig zu verführen. Aber Gustav Gründgens ist nicht nur von den wilden Zwanzigern geprägt, sondern auch von preußischer Disziplin und Kontrolle. Im Theater hat er alles im Griff. Auf der Bühne, im Planquadrat, wie ich es nenne, wusste ich genau, wenn ich den Satz sage, geht hinten eine Tür auf und eine Dame in einem grünen Kleid kommt da rein und nicht ein SS-Mann. Seine Eitelkeit und das Zierige waren grenzenlos. Entsetzt reagiert er auf das Bühnenbild von Kirschen für Rom. Das ist doch unmöglich, einen Schauspieler in ein solches Bühnenbild zu stellen. Das ist ein kostbares Museumsstück. Wenn der Vorhang aufgeht, gibt es Applaus. Nicht für mich, für das Bühnenbild. Dann haben wir zusammen, Gründgens und ich, dieses Kirschen für Rom von Herrn Hans Hömberg gespielt. Das war eine entzückende Rolle, ein wundervoller Auftritt. Mit einem Trampolin kam ich angesaust von hinten in einem Bogen hinein, direkt in die Couch, wo er lag. Wir waren also, ich war so seine Gespielin, nicht wahr? Und es war immer ein Mordsspaß. Es klappte auch immer, dass ich genau in seine Arme flog. An diesem Theater waren sämtliche Frauen in den Chef verliebt. Und zwar so verliebt, wie man ja nur verliebt sein kann. Eine Verliebtheit, die natürlich über, die ja schon an eine Adorierung grenzte. Also, ich aus der heutigen Sicht, ja, warum finde ich es eigentlich bemerkenswert? Es war ganz selbstverständlich. Ich war sein Geschöpf halt. Und
Der wollte eben nicht, dass ich heirate und also in bürgerliche Bahnen ging und Kinder bekam. Er wollte mich eben immer als Kunstgeschöpf behalten. Bin heute in einem Alter, dass ich das ruhig sagen kann. So war, wie ich, also mit 17 Jahren hin, war natürlich Gustav Gründgens meine erste große Liebe. Das ist ganz, und wie sagt man, also das stimmt eben halt. Und ich glaube, ich war ihm eben auch nicht, also es ging auch sehr viel von ihm aus. Und es war, wir haben auch einmal erwogen zu heiraten in späteren Jahren, aber es wäre nicht gegangen. Ich hatte dann noch eine Tochter und also ich wäre damit nicht fertig geworden. Ich hätte nicht teilen können. Sein oder nicht sein. Die Jahre von 1933 bis 1945 sind Gustav Gründgens kreativsten und erfolgreichsten. Endlich spielt er die Rollen, die er sich erträumt hat. Hamlet zum Beispiel. Sein oder nicht sein? Ist das auch die Frage an Gustav Gründgens? Er steht in der Mitte des nationalsozialistischen Deutschlands. Er bringt sich nicht um. Er läuft nicht davon. Nimmt er wie Hamlet sein Los auf sich? Schlafen. Nichts weiter. Unter den Nazis avanciert Gustav Gründgens konkurrenzlos zum Medienstar. In keine Schublade zu legen, leitet er gleichzeitig Crossover, ein Theater, inszeniert große Klassiker und spielt in banalen Unterhaltungsfilmen und Revuen. Zum ersten Mal ist künstlerisch wertvoll, was als Massenware auch kommerziell erfolgreich ist. Sie sind für mich das, was Sie für alle Männer immer waren und immer bleiben werden, ein unlösbares Rätsel. Stürmisch, Sie überwältigen mich. Tausend Dank. Es ist 3 Cent von Ihnen. Ein Aphorist? Ja, vor euch beim Augen. Vielen Dank. Von Ihrer Hand. Ja, sehr lieb. Ach, es war eine Offenbarung. Das freut mich aber wirklich. Ich muss Sie sprechen. Bitte. Eine Locke, Meister, eine kleine. Nein, 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 bitte, nein. Ich habe für solche Fälle immer was repariert. Ach, eine gib doch her. Eine Widmung. Bitte. Ja, vielen Dank, eine Widmung. Meister. Gerne. Nur, ich weiß nicht, ich habe Sie den Rücken zum Unterschreiben vielleicht. Oh, ja. Meister! Das große Glück, das große Glück. Wie viele Jahre haben wir darauf gewartet? Der Augenblick, der Augenblick. Bringt oft ein kleines Glück, das wir darum verachtet. Träumen wir doch nicht, träumen wir doch nicht, immer von dem großen Glück. Die ersten Erinnerungen, die ich habe, sind eher bösartigerer Natur, wo ich hörte, dass er ein berühmter Theatermacher war, der mit den Nazis kooperiert hat und eigentlich Berufsverbot hatte nach dem Krieg. Das sind die ersten Erinnerungen, die ich an Gründgens hatte. Dann böse Sprüche über sein Verhältnis mit Marianne Hoppe, wo so diese blöden Sprüche kamen, Hoppe, Hoppe, Gründgens, die kriegen keine Kindkins. Also die Homosexualität, eigentlich nur unangenehme Dinge hörte ich über Gründgens. Bis ich einen alten Uferfilm sah, wo er das wunderbare Lied sang, das enorm subversive Lied, sang, die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Gründgens hat eine Mannschaft um sich, für die er sich verantwortlich fühlte. Und für diese Verantwortung tat er viel. Und er tat wohl auch
vieles, was aus der heutigen Sicht nicht ganz verständlich ist. Dazu gehörte, dass er es möglich machte, dass die jüdisch Versippten, um ein Wort der damaligen Braunen zu benutzen, dass die jüdisch Versippten im Staatstheater in den Garderoben wohnten. Paul Henkels mit seiner Thea Grudzinski, Theo Lingen mit seiner jüdischen Frau, um nur diese beiden als Beispiel zu nennen, es waren mehrere. Sie waren dadurch geschützt, dass Gründgens, die Gefahr erkennend, mit all seinen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln, mit Hilfe von Hermann Göring, die schützende Hand über Menschen hielt, die eigentlich schon dem Tode überantwortet waren. Ich war im Konzentrationslager Auschwitz von 1943 an. Ich war vorher in einem Arbeitslager. Ich habe diese Zeit überstanden, wie Sie sehen. Als ich zu Gründgens als Regieassistent kam, war eine bestimmte Bindung zwischen uns beiden, die vielleicht aus heutiger Sicht gar nicht mehr erklärbar ist. Ich kam aus einem Nazi-KZ und er kam aus einem russischen KZ. Und wir hatten beide dieses Gespür für das, was es bedeutet, verfolgt und gejagt zu sein. In seinem Kokon, umgeben von seinem ihm verpflichteten Ensemble, ist er fasziniert von der Macht. Kontinuierlich wird er zu Göring nach Karinhall eingeladen und erstattet Bericht. Er versucht, sich durchzulavieren, so gut es geht. Denn natürlich ging das über Emmy Göring, mit der hatte er zusammen gespielt. Und sie hatte eben das alles weitergegeben, in günstigem Augenblick, an Hermann Göring. Und er hat es auch immer gesagt, es war wie ein Gang auf einem Hochseil, wo man jederzeit abstürzen konnte. Und ich selber habe es auch in München erlebt von einer sehr geliebten Kollegin, Hanne Mertens, die zuerst, weil sie ihren Mund nicht halten konnte, zuerst Bühnenverbot bekam. Dann wurde das Verbot aufgehoben. Sie durfte wieder einige Vorstellungen spielen. Und dann hat sie wieder nicht den Mund halten können. Und dann wurde sie an den Beinen verkehrt aufgehängt. Es waren auch in München, in einer Ausstellung waren vor kurzem Bilder davon zu sehen, also nicht nur von denen, die so grausam getötet wurden. Man wusste genau, vor wem man schweigen musste, und man wusste auch genau, wo man wirklich reden konnte. Ist es Kollegialität und Freundschaft zu Ernst Busch, oder lässt sich mit Angst erklären, warum Gustav Gründgens sich 1943 für den zur Hinrichtung Erklärten einsetzt? Seine Fantasie reicht aus, sich die physischen und psychischen Qualen vorzustellen. Er ordert den besten Anwalt und rettet Busch das Leben. Dass 6000 Matrosen und Millionen Arbeiter und Soldaten sich nicht mehr drängen zu sterben für ein paar tausend Kriegsverdiener, das ist nicht möglich, Leutnant! Achtung! Ausgelöffelt! Ich darf es sagen, mit meiner Vergangenheit, dass dieses Bleiben im Land, dieses Beharren auf etwas, was wir Recht nennen, dass das eine viel, viel größere Tat war, als zu emigrieren und einfach das Land zu verlassen. Zu schnell werden Todesbedrohung und Vernichtung vergessen. Nach dem Krieg schlägt heimkehrenden Emigranten Feindseligkeit entgegen. Von Logenplätzen im Ausland spricht man im Westen. Und vom sorglosen Leben, während die in Deutschland gebliebenen das schwere Los auf sich genommen hatten. Walter Mehring, 1948. Man wird uns nie verzeihen, dass wir uns nicht haben erschlagen oder ein bisschen vergasen lassen. Wie dann der Krieg losging, 1939, nun ja, da war es halt so, dass wir froh waren, wenn wir uns am nächsten Abend wieder sahen. Denn die Bomben flogen ja nicht so knapp hier in Berlin. Und das war aber auch wiederum eine ungeheure Konzentration
der Menschen, die dann auch wirklich in das Theater gegangen sind. Und es war eine Hochspannung, auch eine Hochspannung deswegen, weil in den Klassikern manchmal endgültige Sätze vorkommen, die sogar gegen das Regime fast gingen. Und dann gab es plötzlich Applaus mittendrin, wie ein Affront gegen das augenblickliche Regime. Es war also brisant, die Situation, brisant. Mit der Bereitstellungsliste, später Gottbegnadetenliste, versucht Gustav Gründgens Schauspieler vor der Front zu schützen. Doch das Netz wird enger, die Angst größer. Ist Angst überhaupt die Triebkraft seines Lebens? Wir wurden ja auch in den Jahren 39 bis 44, wurden wir ja zu den Soldaten geschickt. Und da gab es vor allen Dingen eine Waffe, die U-Boot-Waffe. Da war gerade eine neue Gegenwaffe erfunden worden oder was weiß ich. Und die wussten, wenn sie rausfahren, dann ist es auf Nimmerwiedersehen. Wir werden also geschnappt werden. Und da haben sich Gespräche ergeben und die haben diesen Abend noch genossen. Und wir haben alle gewusst, wir werden diese Leute nie wiedersehen. Auch bei der Truppenbetreuung versucht er, sich zurückzuhalten. Nur selten, wenn er selber spielt, reist er mit. 1942 nach Norwegen. Die Teilnahme an internationalen Fachkongressen schlägt er aus. Er will nicht als Repräsentant nationalsozialistischer Kultur auftreten. Doch hätte er nicht wissen müssen, dass eine Allianz mit den Mächtigen niemals Sicherheit bietet? Ich dachte, meine Chance am Leben zu bleiben sei größer beim Militär als im KZ. Formuliert er 1950 in einem Rechtfertigungsschreiben. Goebbels Suggestivfrage, wollt ihr den totalen Krieg, hat unweigerlich gezeigt, dass das Theater keine Insel und dass es unmöglich geworden ist, sich politisch rauszuhalten. In dieser Nacht, zum 18. Februar 1943, ist Gustav Gründgens weder im Theater, noch zu Hause, noch bei Marianne Hoppe zu finden. War es sein sechster Sinn oder eine geheime Quelle, die ihm riet, sich nicht wie andere Prominente als Stimmvieh missbrauchen zu lassen? Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Sechs Tage später bittet er Göring, sein Amt niederlegen zu dürfen. Er lässt sich einziehen. Am 31. August 1944 werden die Theater geschlossen. Am 6. September ruft Gründgens noch einmal sein Ensemble zusammen und hält eine berührende Abschiedsrede. 1945 gerät er in sowjetische Gefangenschaft. Das hatte Gründgens sich verdient, weil er Generalintendant war. Und die Russen wussten nicht zu unterscheiden zwischen einem General militärischer Art und einem Generalintendanten kultureller Art. Das hat ihm und auch Heinrich George diese fürchterliche Situation eingebrockt. Und Heinrich George ist ja dann auch da in diesem KZ, wo er war, gestorben. Aber Gründgens hat es überstanden und er hat dem Wegener gesagt, ich habe es überstanden, weil es mich interessierte, wie und ob man danach noch leben kann. Gründgens gibt nicht auf. Er lässt sich nicht gehen, besinnt sich auf das, was er kann. Spielen, tanzen, singen für die russischen Soldaten und die Inhaftierten. Während draußen Freunde und Kollegen um seine Freilassung kämpfen, Petitionen verfassen. Wichtigster Entlastungszeuge, der von ihm gerettete Kommunist Ernst Busch. Nach seiner Freilassung aus sowjetischer Gefangenschaft trennen sich Gustav und Marianne. Brauchen sie die Schutzehe nicht mehr? Das verstehe ich auch nicht. Da waren wir beide, hatten wir beide eine so große Anfechtung von anderer Seite her, dass das eigentlich fast automatisch ging. Es war fast wie ein Schicksal, nicht? Oder ist ein Schicksal gewesen. Ich hatte jemanden wieder getroffen, den ich, wie gesagt, lang und er hatte auch seine Verbindung. Also, das kann auch an mir gelegen haben. Ich weiß nicht, vielleicht war es genug. Vielleicht hatte die Beziehung damit ihr Ende gefunden. In dem Moment, wie die Anfeindung, wie das aufhörte. Marianne trifft in den letzten Kriegstagen einen alten Liebhaber wieder. Und Gustav findet in Peter Gorski seinen neuen Weggefährten. Faszinierend. Das war so, dass ich durch Kaninchen vor der Schlange, was der zu bieten hatte.
Das war unglaublich. Unglaublich, diese selbsterworbene Form des Wissens um Dinge. Es war ganz, ganz enorm. Und er ließ sich gerne helfen. Er war ja der große Magier und hatte es gerne, wenn auch andere ihm halfen. Was ich konnte, war, was ich beim Militär auch gelernt habe, Verwaltung. Ich konnte Briefe schreiben, ich konnte Dinge des praktischen Alltags. Aber von Theater natürlich, doch nur von Hören und so weiter. Der Chef hat lange überlegt und hat gesagt, weißt du was? Du hast mal bei einem Stück gesagt, Frau Dorsch hat nur zweimal gelacht. Sonst hat sie immer drei Gigser gemacht an der Stelle. Ich würde dich als Assistent nehmen. Wir waren auf eine Weise miteinander verbunden, Gustav und ich, die sogar noch über dieses Level der allgemeinen, sagen wir mal jetzt mal, Treue und Untreue, das gibt es also nicht, also in großen Beziehungen gibt es nur Treue und ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Das war, unsere Bindung, die war eigentlich unanfechtbar. Leider doch nicht. Außereheliche Liebschaften, vor allem gleichgeschlechtliche, ja. Aber dass Marianne ein Kind von einem anderen Mann erwartet, ist Gustav vielleicht doch zu viel. Er verlangt die Scheidung. Sie willigt ein, der guten Ordnung halber. Fern von den Eltern, denen sie die Wahrheit nicht sagen mag, getrennt vom Ehemann, der sie so nicht will, und verlassen von dem Vater des Kindes, der inzwischen wieder bei der Familie in London lebt, entscheidet sich Marianne Hoppe für den Sohn. Getarnt als britischer Soldat lässt sie Berlin hinter sich. 1946, das Jahr des Neuanfangs. Wir wollten an sich nachher wieder heiraten. Das hat nicht ganz geklappt, weil dass wir uns nur für diese Zeit, sagen wir mal, hätten also arrangiert und dann nochmal. Das hat nicht geklappt, aber wir sind ja bis zum Ende, waren wir ja doch gute Freunde. Sehr gut. 1949 adoptiert Gustav Gründgens Peter Gorski. Aus Dankbarkeit, um eine Erbfolge zu regeln. Es kommt überraschend, auch für Marianne. Was machen Sie, Herr Gründgens, wenn Ihnen wirklich mal was passiert? Sie sind von Marianne Hoppe getrennt. Es muss ja mal jemand zeichnen können, irgendwas übernehmen. Und Gustav, der auch so ein bisschen manchmal so eine Tour hatte, zu sagen, mir geht es nicht so gut und das Zipperlein und das, es tat ihm ja dann einiges schon dann so richtig weh körperlich, wenn er spielte. Sagt dann ja, ich brauche ja nun auch wohl jemanden. Also es war ein Nützlichkeitsaspekt. Und wie er mich fragte, sage ich, oh Gott, was ist denn das für eine Idee? Sag ich, aber du wärst doch der richtige Mann, mir dann zu helfen. Wie kann ein Theatermann erfolgreich sein und bleiben durch verschiedene Gesellschaftsformen hindurch? War er tatsächlich eine solche Begabung und Ausnahmeerscheinung? In den Berliner Salons der 20er Jahre singt er für ein paar Mark Couplets für die Schönen der Nacht. Er braucht Geld. Er lebt einen aufwendigen Lebensstil, unterstützt Eltern und Freunde. Aus gleichem Grund probiert er sich als Regisseur aus. Und zwar dort, wo bedeutende Künstler sich in der Regel verweigern, in der Unterhaltungsbranche. Doch ist es wirklich nur Geld oder sucht er ein Schlupfloch? Eine Marktlücke, wie man heute sagt. Bei Erich Ziegel in Hamburg hat er gelernt, Konzepte, die er im Kopf hat, durchzusetzen. Mein Gott, was ist denn nur mit mir geschehen? Ich habe Kabarett gemacht. Ich habe Operette gemacht. Aber nicht, weil ich jemals die Gefahr spürte, ich könnte Reutenbuffo werden oder ich könnte Kabarettist werden, sondern ich habe eine Abneigung gegen diese Dachstuben-Genies. Ich habe jederzeit das getan, was dran war. Ich war mir nie zu schade, irgendetwas zu tun, um mich in Bewegung zu halten. Aber dass mich ein Erfolg in einer Operette von meinen Plänen abhätte bringen können, das war
ausgelöst. Ich trete heraus, ihr glaubt es kaum, ich trete heraus aus meinem Traum, ich trete aus ihm heraus. Ich trete aus meinem Traum heraus und stell mich einfach neben mich und sehe, wie das Leben sich von hier aus präsentiert. Ich sehe mir selber ins Gesicht und merke, ich gefall mir nicht. Was ist denn das mit mir? Stopp! Rastlos inszeniert er an der Krolloper und bringt Operetten zur Aufführung. Mit Lieselott avanciert er im Admiralspalast zum Kassenmagneten. 1930 erfährt er erste Anerkennung als seriöser Regisseur von Menschen im Hotel. Aber noch mehr fällt er auf, als er im selben Jahr während einer Umfrage bei großen Schauspielern, welche ihre Lieblingsregisseure seien, sich selbst benennt. Es gibt zwischen uns keine Meinungsverschiedenheiten. Probleme werden nicht erörtert, Auffassungen nicht diskutiert und Zwistigkeiten weiß er sowieso auf das Geschickteste zu vermeiden. Die Großmannssucht eines kleinen Mannes in einer großen Stadt, die auch um Anerkennung ringt. 1931 sein erster Durchbruch als Schauspieler beim Film. M, wo er in der Rolle des Bösen, des Schrägen brilliert. Du hast da was von Recht gesprochen. Hier soll ein Recht werden. Hier sitzen lauter Sachverständige in Rechtsfragen. Von 6 Wochen Tegel bis 15 Jahre Brandenburg. Die werden schon dafür sorgen, dass dir dein Recht wird. Du bekommst sogar einen Verteidiger. Geht alles nach Recht und Ordnung. Verteidiger? Verteidiger? Ich brauche keinen Verteidiger! Wer will mich denn anklagen? Ihr vielleicht? Ihr? Es war schon ein Theatermann, der sehr, sehr stark die Verbindung von E und U, also von Ernstem und von Heiterem, zustande gebracht hat, der sehr subjektiv und sehr naiv an Stücke herangegangen ist und der fast wie ein Zauberer alle Dinge wie ein Magier, alle Dinge aufnehmen konnte und mit ihnen spielen konnte. Das ist verwerflich und schrecklich, aber auch sehr schön. Und ich glaube, das kann man lernen. Höchstwahrscheinlich würde sein Theater, das sich immer den Zeiten angepasst hat, auch heute anders sein, als es damals war. Die Unverbindlichkeit ist heute weniger und geringer geworden. Und irgendwie ist er mehr ein Phänomen einer vergangenen Zeit, das man mit Abscheu und Bewunderung betrachtet. Gustav Gründgens ist ein Bewahrer, kein Erneuerer. Umso verrückter, dass ausgerechnet die Sowjets ihn besonders schnell wieder auf die Bühne stellen. Doch das Berliner Kulturleben beginnt in der sowjetischen Zone, weil man dort begreift, wie wichtig die Medien sind. Im April 1946 wird Gründgens als Schauspieler entnazifiziert. Es kam mir vor, als wenn er sich nicht in die Karten blicken lassen konnte. Denn schließlich, aber das hatte ich auch erst hinterher erfahren, war er von den Sowjets nur unter der Bedingung freigelassen worden, dass er sich im Ostsektor Berlins an prominenter Stelle künstlerisch betätigte. Aber, und das erfuhr man auch erst hinterher, er hatte längst andere Pläne. Er wollte nach Westdeutschland. Er wollte diesen ersten Auftritt in Ost-Berlin als Sprungbrett benutzen. Und seine ersten Sätze waren, es ist grotesk. Und dann hat das Publikum wirklich über eine Viertelstunde applaudiert. Natürlich glänzte Gustav Gründgens in der Rolle des Snob. Er hatte mir vorher gesagt, dass er es bedauerte, die ganzen letzten Jahre nur Klassiker gespielt zu haben, weil man sich in der Nazizeit an moderne, junge Stücke nicht heranwagte. Und dass er jetzt wieder einen Sternheim auf dem Programm hatte, das sah man ihm an, dass er das genoss, wie er die herrlichen Sprache, die herrlichen Dialoge von Sternheim zelebrierte und auf der Zunge sich zergehen ließ. Überraschenderweise gab Gründgens in dieser Zeit auch ein Gastspiel in West-Berlin. Im Kabarett Uhlenspiegel in der Nürnberger Straße inszenierte er die Uraufführung des Schwarzen Jahrmarkt von Günter Neumann. Eine Kabarettrevue voll aktueller Anspielungen. Sein Erfolg im Westen verärgert die sowjetischen Besatzer. Die Pressestimmen im Osten waren zum Teil beleidigend, verheerend. Und auch mit der nächsten Inszenierung, Marquis von Keith, erntet Gründgens vor allem Kritik. Was für ihn, der Kritik nicht gewohnt ist, ein Grund mehr ist, der Stadt den Rücken zu kehren. Dass Gründgens vom Ostsektor Berlins wegging, um in Düsseldorf Theater zu machen, wurde von der Ostpresse natürlich
mit sehr harter Kritik kommentiert. Ich könnte mir denken, dass Gründgens, der nun diese Nazi-Zeit durchlitten hatte, so intelligent war, nicht noch einmal sich einem diktatorischen System auszuliefern und vielleicht sogar nutzen zu lassen. Jetzt hatte er die Freiheit der Entscheidung. Jetzt konnte er in einen Teil Deutschlands gehen, wo die Knute nicht mehr herrschte. Diese Chance hatte er im Nazi-Deutschland nicht. Ich will mein Möglichstes tun, aber der Krieg wäre einfacher. Verträge sind billiger als Kriege. Wer hält heutzutage noch einen Vertrag? Außerhalb Englands gibt es noch solche Leute. Unter den Nazis spielt Gründgens in dem preisüberschütteten Propagandastreifen Ohm Krüger an der Seite Emil Jannings. Friedrich Luft 1949 zu seiner Verteidigung. Er hatte versucht, sich dieser schauspielerischen Zwangsverpflichtung für einen Film, der die Erfindung und die Gräuel von Konzentrationslagern den Engländern in die Schuhe schieben sollte, zu entziehen. Es war nicht gelungen. Ja. Du schwarzes Rattenpass. Ich lasse dir die Haut bei lebendigem Leibe abziehen und Trommeln damit bespannen, wenn du mir nicht augenblicklich sagst, wer dir die Gewehre gegeben hat. Also wer? Gründgens bleibt den Engländern suspekt. So wird sein Auftritt mit Faust in Edinburgh 1949 ein Skandal. Und dann ging ein furchtbarer Tumult los und Gustav ahnte von nichts. Er saß in seiner Garderobe und dann wurden Flugblätter verteilt, wo er als Soldat, also so mit einem Gewehr so sitzt. Und es stand in Göring, Feind, go home. Und dann trat der Bürgermeister vor und hat das Publikum gefragt, ob sie weiterspielen sollen oder ob sie aufhören sollen. Das hat der große Teil des Publikums gesagt, nein, weiterspielen. Und wir haben weitergespielt und es ging eben Gott sei Dank gut aus und vorüber und war dann ein grandioser Erfolg. Und so haben wir eigentlich gar nicht mehr darüber geredet. Im Spruchkammerverfahren um die Göring-Gattin entlastet Gustav Gründgens Emmy. 1948 wird sie als Nutznießerin zu einem Jahr Arbeitslager und 5 Jahren Berufsverbot verurteilt. Seine Geburtsstadt Düsseldorf wagt es, Gründgens als Theaterleiter zu beschäftigen, obwohl er im dortigen Entnazifizierungsverfahren 1947 als Mitläufer eingestuft wird. 1948 wird das Urteil revidiert. Also die Begegnung mit Gründgens war zunächst geprägt von unglaublicher Verlegenheit meinerseits. Seinerseits natürlich nicht. Ich hatte bis dahin ja noch nie mit einem wirklich großen Theatermann gearbeitet. Und aus der Verlegenheit hat sich so eine Art Frechheit entwickelt bei mir, so eine Kontrasituation, ein Kontrageben immer. Das hat ihm sehr gefallen. Und in der Arbeit war er immer dahin fordernd, auf die Form bedacht zu sein. Er hasste alles Natürliche, zu Natürliche auf der Bühne. Er wollte Haltung und Form sehen. Ich erinnere mich, dass die Generalprobe von Bacchus so verlief, dass er mit allen Kollegen gesprochen hat, nur mit mir nicht. Ich spielte zwar die Hauptrolle, aber mit mir hat er nicht gesprochen. Und am Ende, ganz am Ende, als er schon im Weggehen war, drehte er sich zu mir um und sagte, und von dir wünsche ich mir etwas mehr Dahlem, weniger Moabit. Das bezog sich auf diese Berliner Situation, in der ich groß geworden war und auf meine Art, frech zu sein. Aber frech war für mich eine Art Schutz. Gründgens erkennt Talent und fördert es. Aber er verlangt viel. Hingabe bis zur Selbstaufgabe. Bacchus bleibt Martin Benraths einzige Hauptrolle unter Gründgens Regie. Ich hatte danach einen Autounfall, von dem auch die Narbe stammt. Und das war für ihn wie eine persönliche Verletzung. Und er hat furchtbar geschimpft mit mir, wo ich mich rumtriebe in der Nacht. Und ich habe gesagt, das hätte mir in einem Taxi auch passieren können. Das hat er bezweifelt. Er hat mir eine regelrechte Standpauke gehalten und hat aber den Hörer abgenommen und einen Berliner Arzt angerufen, der versuchen sollte, mir diese Narbe zu korrigieren, was nicht ging. Aber er hat das sofort in die Wege geleitet. Das
sprach für ihn und ich musste das. Es hat ihn gekränkt, dass ich mich verletzt habe und unansehnlich war. Denn er wollte diesen schönen jungen Mann, der ich mal war und innerlich noch bin, den wollte er erhalten wissen und nicht beschädigt sehen. Ich zog viel aus und kam auch oft natürlich erst tief in der Nacht zurück und immer ganz vorsichtig, nur den Chef nicht im Schlafe also zu stören. Und da gab es dann eben Vorgänge, dass er aus Zeitungspapier Fußtritte ausgeschnitten hatte. Die führten von der Tür bis zum Eisschrank zum Beispiel. Und im Eisschrank stand ein Schild. Er aß gern in der Nacht. Kein Einbrecher. Nicht einmal ein Einbrecher. Das war der leise Vorwurf, dass man ihn also allein gelassen hat, denn also auch Gorski zog seine Wege, das ist ganz klar. Wir konnten dieses Leben, das Gründgens lebte, nicht mitleben, undenkbar. Der ließ sich liften, damit er der Rolle entsprach. Können Sie mir nicht gleich die Weste nachschneiden? Da sagt er, das geht nicht, das sind mehr als 80 Zentimeter. Früher war das ja noch so, dass das alles aufgemacht wurde. Da dachte er, das hier, das sind 34 und dann wie viele Zentimeter haben wir noch? Der unglaublich, der hat sich für Hamlet zurechtschneidern lassen. Zeit seines Lebens treibt Gustav Gründgens Raubbau mit seinen Reserven. Er nimmt Tabletten und andere Drogen. Sein Körper zeigt erste Spuren von Erschöpfung. Rebelliert gegen die Rücksichtslosigkeit des Besessenen. Er konnte eben nicht schlafen ohne Mittel und das war so schlimm. Ich habe sie manchmal ihm aus der Tasche genommen, das muss ich zugeben, weil es war eben halt so. Sanatoriumsaufenthalte wechseln ab mit Arbeitsexzessen. Seine Sprachstörungen nehmen zu, auch auf der Bühne. Ich kann da nur von mir sagen, wie ich damals, also nach dem Tod von meinem Mann und meinem Sohn, es mir auch nervlich sehr schlecht ging und ich nicht mehr schlafen konnte, brach er alles ab und ging mit mir zusammen nach Bühlerhöhe. Ich musste eine Schlafkur machen und er machte auch eine. In Hamburg wird alles anders. Zwar warten schon junge Schauspieler darauf, mit der Legende arbeiten zu dürfen, aber es ist auch der Beginn einer neuen, aufmüpfigen Generation. Ich war ja schon hier und freute mich sehr, dass er kam. Und war natürlich dann doppelt und dreifach fröhlich und beglückt darüber, dass wir so gut zusammen konnten. Und ich hatte ihn ja in Berlin immer schon beobachtet die ganze Zeit und hatte alle seine Vorstellungen gesehen. Und das waren nun ganz unterschiedliche Dinge. Er war ja natürlich hinreißend unvergleichlich als Mephisto oder als Bolingbroke in Glas Wasser. Aber wenn er Orest spielte so, dann hatte ich doch so meine schweren Bedenken. Da kam er von hinten, Laubenthal spielte den Pylades, der hatte so grau-blaues Wollzeug an und Gründgens kam mit einem ganz schwarzen, plissierten Kleid mit einem roten Gürtelchen, mit einer wunderbaren goldblonden Perücke. Er schob ihn so vor sich her, wissen Sie, kam ganz bevor, sagte also, es ist der Weg des Todes, den wir treten. Und ich muss Ihnen sagen, das war also eine solche Auftrittsarie im Stummen, dass ich also wirklich gedacht habe, das ist nun wirklich grauenvoll übertrieben und nicht sehr interessant. 1954 gastierte ich am Kurfürstendammtheater in Berlin in dem Stück Die Möwe und nach der Premiere plötzlich ein Anruf, Gustav Gründgens am Telefon. Also ich habe richtig Angst bekommen, so einen Respekt hatte ich. Und er hat mich engagiert, ohne mich je gesehen zu haben, in seiner Eigenschaft als Intendant des Schauspielhauses in Hamburg. Und eines Tages las ich dann in der Zeitung, Gustav Gründgens inszeniert als erstes am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg eine Uraufführung, Das kalte Licht von Karl Zuckmayer. Die Hauptrolle, den Atomspion, Wolters oder Fuchs, spielt ein junger Schauspieler, Heinz Reinke. Und wie gesagt, er hatte mich ja nie gesehen. Ich kam rein und er sagte als erstes, aha, die Katze im Sack. Dem modernen Theater, mit Ausnahme einzelner Inszenierungen von Darrell, Sartre, Cocteau, steht er zurückhaltend gegenüber. Auch hier die Angst vorm Neuen. Und noch mehr verachtet er, wie sich die neuen Regisseure in Szene setzen. Für Regieexzesse scheinen mir Goethe, Schiller, Kleist, Shakespeare, sogar Goldoni zu schade.
Trotzdem gehören zu seinen beeindruckendsten Aufführungen in Hamburg zwei moderne Stücke. Das Kriegsheimkehrer-Drama Draußen vor der Tür mit Heinz Reinke und die Heilige Johanna der Schlachthöfe, die er zur Uraufführung bringt. Eine besondere Überraschung, in der Titelrolle die Tochter Bert Brechts, Hanne Hiob. In finsterer Zeit blutiger Verwirrung, verordneter Unordnung, planmäßiger Willkür, entmenschter Menschheit, wollen wir wieder einführen Gott. Wenig berühmt nur mehr, fast schon berüchtigt, nicht mehr zugelassen an den Städten des wirklichen Lebens, aber der untersten einzige Rettung. Darum haben wir uns entschlossen, für ihn die Trommel zu rühren, auf dass er Fuß fasse in den Quartieren des Elends und seine Stimme erschalle auf den Schlachthöfen. An Gustav Gründgens, Berlin, 18. Januar 1949. Sehr geehrter Herr Gründgens, Sie fragten mich 1932, um die Erlaubnis, die Heilige Johanna der Schlachthöfe aufführen zu dürfen. Meine Antwort ist ja, Ihr Bertolt Brecht. Die Antwort von Gründgens? Über Brief zu Tode erschrocken. Freue mich aber sehr, dass Sie sich noch daran erinnern und bitte mir Buch umgehend zukommen zu lassen. Das Wunder der Aufführung war Hanne Hiob, deren Ernst und verhuschte Anmut, deren nachtwandlerische Stilsicherheit tiefen Eindruck machten. Gründgens hat hier eine Regietat vollbracht, die Maßstäbe setzt. Premierenangst hatte ich eigentlich nie. Als Gründgens nicht mehr da war, begann für mich eine schlechte Zeit. Ich wurde ohnmächtig sogar in der Garderobe vor Angst. Seit der Zeit hatte ich Angst. Und diese Angst, dieses fast krankhafte Lampenfieber, was mich auch in verschiedene Krankenhäuser brachte, weil ich dachte, ich bin organisch krank, hat mich verfolgt bis zum 30. Juni 1985, bis zu meiner letzten Vorstellung, der Hauptmann von Köpenick am Wiener Burgtheater. Ich bin dieser Angst nie mehr losgeworden. Es hat praktisch damit zu tun. Gründgens Tod war für mich eigentlich der Tod des Theaters. Wir sprachen eigentlich zusammen wenig über uns selbst. Fast immer nur über unsere Rollen. Die interessierten uns am allermeisten. Dass dabei persönlich vielleicht ein Gefühl von Verlorenheit oder Einsamkeit auftrat, machte gar nichts. Das war auch schön und konnte gar nicht anders sein. Von all den Menschen, die ich heute kenne, war Gründgens eigentlich der Einzige, der noch wusste, dass ein wirklicher Schauspieler ein Phänomen ist. Nein, nicht ist, sondern sein muss. Weiterhin feilt Gustav Gründgens an der Rolle seines Lebens. Mephisto in Goethes Faust. In einer Pause vom Herrenhaus kam er mal zu mir und sagte, ich möchte so wahnsinnig gern noch mal den Faust machen. Hätten Sie Lust, den Faust zu spielen? Ich sagte, fragen Sie mich das ernsthaft? Aber dann würde ich natürlich den Faust nicht mit einem Bart spielen, sondern modern, ganz modern. Ich habe gerade in Oppenheimer gespielt auf einer Tournee. Einfach in einer kurz geschnittenen Haaren und also ganz so wie ein Atomforscher. Das ist gut, sagt er. Das ist gut, Atom, das ist gut, das ist gut. Und ging raus und dann wurde das Ganze ja auch auf die Atomiums bühnenbildmäßig gestellt und das war also eine ganz lebendige Geschichte. Wie von dem Fenster dort der Sakristei aufwärts der Schein des ewigen Lämpchens flämmert und schwacher und schwächer seitwärts dämmert und Finsternis drängt ringsum bei, so sieht's in meinem Busen nächtig. Und mir ist wie dem Kätzlein schmächtig, das einen voller Leitern schleicht, sich Leistern um die Mauern streicht. Mir ist ganz tugendlich dabei, ein bisschen Diebsgelüst, ein bisschen Rammelei, so spukt mir schon durch alle Glieder die herrliche Walpurgisnacht, die kommt uns übermorgen wieder. Die Aufführung auf der Bühne war für mich viel gewaltiger. Man soll es nicht glauben, man denkt doch beim Film, die Verwandlung von der Hexenküche zur Walpurgisnacht, die mittels einer gewaltigen Atomwolke vor sich ging, wäre technisch im Film besser. Nein, hier. Hier war die Verzauberung viel stärker.
Die Gründgens-Ära geht zu Ende. Er will aus der festen Struktur eines Hauses heraus und trotzdem festgehalten werden. Sein Ensemble schwirrt aus, um am neuen Medium Fernsehen teilzuhaben. Und auch Peter Gorski setzt seine Interessen, beispielsweise Regisseur beim Film Faust zu sein, durch. Er hat ja damals auch geheiratet. Es war unser letztes Gastspiel in diesem wunderbaren Theater La Fenice in Venedig mit Faust. Und da war er mit seiner Frau. Das war für Gustav auch nicht einfach. Langsam beginnt er seinen Abschied vorzubereiten. Seine Lieblingsrolle, Hamlet, überlässt er einem neuen Medienstar, Maximilian Schell, der ihm unerwartet Paroli bietet. Und er tut es so vehement, dass selbst das Ensemble, das sich sonst immer schützend vor den Chef stellt, nicht interveniert. Erstens einmal ist in jedem Theater, will jeder den Hamlet spielen, nicht? Und jetzt kommt da ein Gast oder einer, der einmal mit ihm gearbeitet hatte, und Gründgens setzt nun, gibt seine Rolle weiter an ihn. Das war für viele schmerzlich, verstehe ich auch. Dann kam, dass ich eigentlich doch ein sehr anderes Theater spielte, als es dort üblich war. Ich war einfach einer, der hatte keine Angst. Ich habe mit ihm so gesprochen, wie, ja, wie ich halt mit Menschen spreche. Plötzlich hat er gesagt, ja, also sagen Sie mal, Sie tun da die ganze Zeit, da, mich da belehren und so. Ich sagte, ja, Herr Gründgens, ich habe gedacht, das macht Ihnen Spaß, dass wir über die Rolle reden. Wenn es Ihnen keinen Spaß macht, ja, dann nehme ich Ihre Striche, dann bin ich Schauspieler, sind Regisseur und dann spielen wir das so, wie Sie wollen. Ja, ja, ich habe ja auch alles akzeptiert. Es ist nicht die Frage eines Akzeptierens. Es ist die Frage, dass wir Freude haben, das durchzugehen in englischen... Ja, ja, also gut, was ist jetzt noch weiter im ersten Akt? Ich sage, im ersten Akt ist jetzt nichts mehr. Aber nicht feige werden. Sag ich, natürlich werde ich feige, will doch keinen Krach mit Ihnen kriegen. Mit Schell muss Gründgens erleben, dass er nicht das verwirklichen kann, was er sich vorgestellt hat. Er muss realisieren, dass sein Hamlet schon bald vergessen sein wird. Dass eine neue Generation die Bühne übernommen hat. Mit rasendem Applaus. Nehmen Sie mir es nicht übel. Ich hätte Ihnen gern noch gratuliert. Aber auf der Bühne, nein, das konnte ich nicht mehr. Im Sommer 1963 beschließt er, mit einem jungen Freund auf Weltreise zu gehen. Er will leben lernen. Ach, Gustav, sagte ich, bleib doch hier, bleib doch bei uns. Was willst du dort? Du kennst doch alles. Ja, sagte er, vielleicht, aber vielleicht finde ich auch etwas, was mir noch unbekannt ist. Das wäre doch interessant. Sein Hamlet-Monolog war auf der Trauerfeier von Manila nur noch von der Schallplatte zu hören. Eben haben wir an deine Adresse eine 13. Leider noch ganz ohne Mitbringsel. Aber jetzt haben wir kein Übergepäck mehr. Also morgen nach Manila. Bis jetzt seit Suez keine Sonne mehr gesehen. Aber jetzt geht es wieder aufwärts. Ich habe, glaube ich, zu viel Schlafmittel genommen. Lass mich ausschlafen.